Schimmer und Schein erfüllen heute alle deine Wünsche. Schau dir Lalilu an, um die Abenteuer der Djinn-Zwillinge zu sehen. Diese kleine LOL wird Schein sein. Entferne die Haare und das alte Make-up. Wir benutzen dieses blaue Band, um Haarsträhnen daraus zu machen. Brenne den Rand etwas an und fange an, den Faden zu lösen. Eine Haarsträhne ist fertig, jetzt wird es Zeit, den Rest fertig zu bekommen. Es ist so weich und seidig. Klebe die Haarsträhnen angefangen vom Hinterkopf aus dran. Klebe eine Strähne vorne drauf, um daraus einen hohen Pferdeschwanz zu erschaffen. Bedecke das Haargummi mit Haaren. Dekoriere es mit einem glitzernden Haarreifen. Unser Djinn hat es schon geschafft, sich zu schminken. Großartige Leistung! Wir benutzen ein Satinband, um daraus ein Outfit herzustellen. Binde einen Gürtel um und füge Ärmel hinzu. Jetzt wird es Zeit für die Weste. Nur noch ein paar Armlöcher und es ist fertig. Ihre goldenen Schulterklappen und glitzernden Schuhe sind so glänzend. Füge noch mehr Glitzer und Strasssteine hinzu. Füge ein Muster mit Acrylfarbe hinzu. Ja, dieser kleine Djinn ist bereit für etwas Magie. Wo ist Ihr Lieblingstiger Nahal? Entferne die ganzen überschüssigen Details von einer alten Haustierpuppe. Wische das Make-up weg. Forme neue Ohren. Das Tigerfell ist so sauber. Zeichne Augen. Blauäugige Katzen sind die besten, sogar die großen. Aber Nahal ist sowieso nicht so groß. Füge lilafarbene Ohren hinzu und zeichne Streifen auf das Fell. Nahal trägt fast denselben Schmuck wie Schein. Und sie liebt es, mit heißem Sand zu spielen. Die Zwillinge und ihre Haustiere haben mit Glitzer an einem Flussufer gespielt. Was meinst du, ist das Mädchen, das wir ausgesucht haben, eine lustige Person? Ihr wird definitiv nie langweilig mit uns werden. Stellen wir Schimmer her. Sogar die Flamingos sind eifersüchtig auf ihre pinken Haare. Entferne die alten Haare und klebe neue Haarsträhnen aus Satinband drauf. Binde einen Pferdeschwanz zu und kürze die Haare. Schimmer hat schöne blaue Augen. Vergiss die Betonungen nicht. Male die Augenbrauen pink, sodass sie zu den Haaren passen. Dekoriere die Haare mit Strasssteinbändern und Smaragdohrringen. Das Outfit vom Djinn ist lavendelfarben mit einem lilafarbenen Gürtel. Zeichne ein Design mit Acrylfarbe. Füge einen Strasssteingürtel hinzu. Und um ihre Arme trägt sie goldene Armreifen mit wertvollen Steinen. In einem magischen Nebel taucht ein kleiner Djinn auf. Ihr Haustier ist ein Affe namens Thala. Forme aus Modelliermasse einen Kopf und einen Körper. Forme Pfoten und einen Schwanz. Male die Puppe gelb an. Und den Kopf und die Ohren lila. Wir brauchen sogar noch mehr Strasssteine. Was für ein lustiger Affe. Sie spielt Verstecken im Garten. Finde mich! Stelle ein kleines Bett aus glitzerndem Schaumpapier her. Entwerfe das Gestell und dann die Rückseite. Füge Perlenfäden hinzu. Füge einen Baldachin, Kissen und eine Samtdecke hinzu. Thala, gefallen dir diese neuen flauschigen Kissen? Sie sind so weich wie du. Schimmer hat sich dazu entschieden, ein Nickerchen zu machen. Gute Nacht. Aber Thala hat andere Pläne. Wer hat meine Decke geklaut? Okay, das warst du, mein kleines Schlitzohr. Süße Träume. Ein fliegender Teppich ist ein Muss für Djinns.
Schneide ein Quadrat aus rotem Schaumpapier aus. Klebe ein kleines Quadrat obendrauf. Dekoriere den Teppich mit einem geschnitzten Design aus Schaumpapier. Zeichne Locken mit goldener Acrylfarbe drauf. Vergiss die Fransen nicht. Klebe sie an die Seiten und kürze sie. Dieser fliegende Teppich ist bereit, mit unseren Kindern eine Fahrt zu machen. Die einzige Bedingung ist, dass du an Dschinns glauben musst. Schimmer, Schein, Nahal und Thala antworten auf den Ruf der magischen Lampe. Ein neues Mädchen mit neuen Wünschen wartet auf uns. Teppich, beeil dich, ich kann es kaum erwarten. Das ist Lea, das Mädchen, das Schimmer und Schein befreit hat. Heute sind sie und ihr Freund Zack in einen Freizeitpark gegangen. Benutze Strasssteine, Draht und Heißkleber, um einen Anhänger mit einer magischen Lampe herzustellen. Sie hat es bei einem Jahrmarkt gewonnen und die Dschinns sind seitdem ihre Freundinnen geworden. Oh, was ist das? Seid ihr Artisten? Nicht wirklich. Wir sind deine Dschinns. Wir können dir jeden Tag 3 Wünsche erfüllen. Wow, ich kann es kaum fassen. Was wäre, wenn ich mir eine Tonne Süßigkeiten wünschen würde? Kinderleicht. Schau, unser Tiger Nahal hat so viele Süßigkeiten mitgebracht. Kann ich mir meinen eigenen pinken Elefanten wünschen? Natürlich kannst du das. Heiße den süßesten und größten Elefanten herzlich willkommen. Dirty. Male einen Spielzeugelefanten aus Enchantimals. Der Kopf und der Rücken haben einen wunderschönen blauen Umhang. Und dekoriere ihn mit Strasssteinen. Was für ein leckeres Blatt. Schnipp. Hier ist Dotty. Das kann ja nicht wahr sein. Sie ist echt. Ich wünsche mir, dass sie Inliner fahren kann. Das würde eure Zauberkräfte wirklich nachweisen. Male die Elefantenfüße blau an und füge goldene Dekorationen hinzu. Klebe reifenförmige Perlen an die Unterseite. Wer hat gesagt, dass Elefanten ungeschickt sind? Dotty fährt super Inliner. Heute trete ich auf einer Bühne auf. Ich werde mein Lieblingslied singen. Ich probe lieber irgendwo draußen. Hopp, ich hüpfe direkt auf die Wiese. Ich muss mir auch einen Tanz einfallen lassen. Ups, Lea ist gestolpert und runtergefallen. Schimmer und Schein, wo seid ihr? Möchte jemand etwas Spaß haben? Oh Lea, was stimmt nicht? Bist du runtergefallen? Ja, ich wünsche mir, dass ich wieder tanzen kann. Das ist dein erster Wunsch. Jetzt kümmern wir uns um dein Bein. Sogar Nahal kümmert sich um Lea. Ja, ich fühle mich großartig. Danke, Schimmer, danke, Schein. Lea hat die Bühne gerockt. Ihr Freund Zack konnte nicht aufhören zu klatschen. Morgen findet in der Schule ein Kochwettkampf statt. Lea und Zack müssen ihr Lieblingsessen vorbereiten. Ich habe cremegefülltes Gebäck und Schokolade hergestellt. Und ich habe einen Burger, ein Sandwich und Pommes gemacht. Ich liebe Fastfood und ich habe auch noch einen Donut zum Nachtisch. Ich werde diesen Wettkampf definitiv gewinnen. Dschinns, ich brauche euch. Was ist dein nächster Wunsch? Ich möchte den größten Donut auf der ganzen Welt haben. Sogar noch besser als Zacks. Das kriegen wir hin. Schnipp. Lea, bist du bereit zu verlieren? Was? Ein riesiger Donut? Wie hast du das geschafft, ihn zu machen? Er ist so groß wie ein Kuchen. Scheinbar haben es Schimmer und Schein diesmal übertrieben. Zack ist nach Hause gefahren, um sich ein neues Rezept einfallen zu lassen. Er hat damit aufgehört, als Lea und die Dschinns auch in sein Auto gestiegen sind. Fliegen wir mit unserem magischen Glitzer. Oh, das macht so viel Spaß. Schimmer und Schein, schnell. Versteckt euch irgendwo, er kommt. Oh, Lea, was machst du hier? Ich wollte dich überraschen. Lass uns zusammenfahren. Was würdest du dir wünschen? Kommentiere es unten.
Gib unserem Video einen Daumen nach oben, abonniere Lalilo und klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Videos mehr von uns verpasst.